Moin Mädels! Moin Jungs! Ich bin hier euer Kai Kuschinski und ich mal deine Scheiße. Digga. So, ja, jetzt willkommen zurück zur Sülze der heutigen Folge zu Gartek Phone. Ihr habt es in der Woche schon mitbekommen bei Henno, bei Sterzig, bei Gnu und bei Papo, dass wir diese Woche so eine kleine Themenwoche haben. Wir erzählen so Geschichten von uns. Und ist eigentlich super witzig gewesen bisher. Und heute geht es um Kindheitsträume. Was wollte man als Kind unbedingt werden? Es muss jetzt kein Beruf sein, es kann auch irgendwie Hund sein oder sowas. Ne? Oder Superman. Ich wollte mal ein Hund sein. So, ja. Kann ja sein, ne? Kann ja sein. Oder ein Fisch oder ein Vogel oder so. Ein Regenwurm. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, rein dafür und ab da rein. So. Bei okay. Eins. Go! Und ich habe diesmal echt eine klare Vorstellung. Boah. Bei mir kam gerade übel die Galle hoch. Von dem, was ich eigentlich. Das Problem, was ich ja immer hatte, ist Ausfüllung des Blattes, ne? Warte mal. Bin ich gespannt auch, was bei euch dabei rauskommt. To be honest. To be honest. Genesto. So. Oh Mann, manchmal übernimmt er nicht das, wenn man eine Farbe ändert. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu blöd zum Klicken. Dass man das auch erkennt. Ich meine, ihr seid ja gerade bei mir immer auf Zack, was das Ganze angeht. Aber eigentlich ist es nicht so. Oh, lol. Okay, den unten müssen wir nochmal machen. Okay, das wird übel. Meins wird einfach richtig gruselig. Ist ja jetzt schon. Also es ist wirklich gruselig. Bin ich sogar verflucht. Wie male ich denn das jetzt? Ich hatte halt zwei Sachen, deswegen male ich auch zwei Sachen. Zuschauer haben es vielleicht cool, schon erraten. Schreibt es in die Kommentare. Jäger. So, pass mal auf. Und dann so. Und dann. Oh Mann, mein Kopf sah das eben auf Toilette so gut aus, ne? Und jetzt so eine Gülle, ey. Wahnsinn. Na ja. Kalle, musst du mal üben, Digga. Ja, klar. Alter. So. Junge. Das ist alles nicht Scheiße. Okay, dann geht's natürlich jetzt erstmal hier um die Person. Alter, was? Moment. Zeit ist schon vorbei. Bruder. Das wird übel. Ich glaube, das erkennt man. Es ist so verflucht, Alter. Junge. Bitte haltet mich auf nächstes Mal. Also, ich denke, man erkennt das. Ich weiß nicht, ob man meins. Also, meins erkennt man, ja. Aber es ist wirklich ekelhaft, dieses Bild. Oh, Scheiße. So, also, ich habe es jetzt nochmal vereinfacht. Aber ich denk, Scheiße, erkennt. Das erkennt man nicht. What the fuck? Oh, ich weiß nicht, wie man das. Was ist das denn? Was ist das Alter, denn? Alter, ich weiß nicht. Wer ist denn das? Soll das Kalle sein? Oder? Was? Ja, wirklich? Hä? Ja, wirklich? Ach, das sind die Hände! Sterziger, oh da wieder mein Bild. Gott, ja, Sterzig, du kannst einfach nicht zeichnen! Schreibt man das? Alter, ich glaube, ich habe das Wort komplett falsch geschrieben. Das schreibt man 100 pro anders, aber ich habe keine Zeit mehr. Das ist okay. Ich hab's! Scheiße! Oh mein Gott! Okay, das ist dann eher so. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich das zeichnen soll. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Also. Ich gebe mir gerade richtig Mühe beim Zeichnen des Bodies. Sehe ich. Wie sehe ich? Du siehst doch gar nicht, was ich zeichne. Oder bin ich wieder live im Stream? Das wäre witzig. Lass oder bin Sub ich wieder live im Stream, Alter? Abonnier den Kanal. So. Okay, aber. Scheiße.
Scheiße. Scheiße. So? Muss man halt genauer hingucken, ne? Kalle, das muss man bei dir häufiger. Warte mal. Warte mal, das war gemein. So, warte mal. Scheiße. Nein, das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Halt mal, ich weiß ich halt. Bin zufrieden soweit. Na ja, auch echt zufrieden, Diggi. Ich mach nochmal einen anderen Approach. Ich weiß es gerade gar nicht. Richtig, ich hoffe. So. Oh shit. Das ist doch okay. Das, also muss man schon anerkennen. Ja? Ja. Findest du. Doch, also wer mir hier keine Props gibt. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade male, aber es ist, glaube ich, in Ordnung. Oh Gott. Ja, es sieht irgendwie anders aus. Aber ist, ja. Es ist irgendwie anders. Alter, Sterzig, Digga, was ist das? Was? Okay, das ist relativ einfach, oder? Ich schreibe aber extra was anderes. Hä? Wer soll das sein? Sieht man doch. Nein! Das sieht man doch, klar, da unten. Das sieht man. Guck also genau hin. Dein erstes Bild war einfach nur Lost Komm, in halt Space. Komm, halt's Maul! Hey! Das war einfach nur verflucht. Sterzig mit den Schlangenarmen. So schlimm. Ja. Das ist so, wenn das von dir ist, es ist so schlimm. So. Okay. LOL. Oh mein Gott, geil. Okay, wie macht man das jetzt? Ja, jetzt lege ich wieder los mit meiner Gott, berühmten Papo-Zeichnung. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Gnu, ich glaube, ich bin zu jung dafür. Was ist da schon wieder passiert? Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Derzig, du bist nicht zu jung. Ah, aber eine Eierschale auf der Fresse. Die zupfen wir dir gerade ab. So. Ich habe lange keine Brille mehr gemalt, deswegen mache ich es jetzt mal wieder. Geil. Geil. Ich kenne halt die Musik, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Nein, nie abends unter der Bette geheimlich. So. Nee, nur. Das ist jetzt natürlich dazu bin ich zu cool. Ja. Ich weiß halt nicht, was das ist. Ich bin einfach, ich mach einfach das. Ja, das ist gut. Nee, aber es macht keinen Sinn. Ja, ich bin dazu, glaube okay, ich. Okay, pass mal auf. Das Ding ist halt, keine Ahnung, wie die aussehen. Was ist das Ding? Keine Ahnung, wie die aussehen, genau. Immerhin bin ich das letzte Bild und keiner wird diese Zeichnung jemals. Ja, machen. Ja, das denke ich mir halt auch gerade. Von daher ja, passt das. Das war ja so. Nicht, ne? Uff. Okay. Also, es ist ein bisschen wenig irgendwie gerade. Ich muss sagen, es ist wirklich nice geworden. Also, das erkennt man doch. Steht ja oben auch. Ne? Doch, doch. Butter. Im Grunde genommen ist das genau das, was hier im Grunde gesucht ist. Magisch gesehen. Gartic Phone. Meine Damen und Herren. Gartic Cone. So, jetzt bin ich gespannt. So. Oh, also, es ist schon zu Ende. Nochmal kurz. Alter, krass, das ging schnell. Was wollte man als Kind immer mal werden oder was war so der Traum in der Kindheit? Harpo, deine Story. Ich hatte zwei Sachen und die haben sich mal abgewechselt. Und zwar, einmal war es, ich wollte immer Clown werden. Und das zweite war, weil ich Agenten und Polizisten cool fand, wollte ich unbedingt Agent werden, Geheimagent. Ah. Ja, dann Glückwunsch, dass du einen Clown erreicht hast.
Immerhin. So. So. Ach, wie geil. Haku wollte der Schauspieler James Bond werden. Clown komplett ignoriert. So. Das ist tatsächlich erkennbar. Ja. Haku wollte James Bond werden und heiße Schnitten auf. Für heiße Schnitten hatte ich nicht mehr genug Zeit. Stimmt, Alter, der Martini, ey, richtig nice. Der Martini is it. Der is it einfach. Richtig stark. Aber das hast am Ärmel hast du ein bisschen vergessen, ne? Mir fehlt noch das Mädel. Ich hatte einfach zu wenig Zeit jetzt. Ey, aber, aber jetzt verstehe ich langsam, was die Leute sagen, ne? Manchmal entweder ist Max so Totalausfall und, oder manchmal Picasso. Und das ist halt schon wieder übel nice. Und dann hast du halt wieder so eine Gnu, die aussieht wie aus der Klapsmühle ausgebrochen, ne? Ja, das, aber die ist auch. Ja, ich wollte Archäologe werden. Oh, ja, das habe ich versucht, glaube ich, auch zu erkennen, nur das habe ich falsch geschrieben, glaube ich. Jo, das hast du. Aber guck dir die Scheiße an! Alter, guck dir mal die Arme an! Ich wollte Archäologe werden. Ja! Ja. Und das ist wieder der Totalausfall, weißt du? Stimmt, ja, ich wollte Archäologe werden. So. Hä, wieso? Geh doch ab. Also im Vergleich zu dem James Bond-Bild ist das halt wack. Hä, nein, Digga, guck dir mal. Guck dir mal den Aufbau an. Das ist wie so eine, male ein Bild alle 5 Jahre nochmal neu. Und oben ist der Dreijährige. Verstehe ich jetzt, warum mein Bild verflucht ist? Ja, das ist verflucht. Ja. Das ist einfach nur unheimlich, Digga. Kannst du bitte mal sagen, was da was ist? Hast du Assassination Classroom geguckt? Du bist auch der Hauptcharakter davon. Das ist einfach ein Spinnenmensch. Du bist in der Hocke? Ja, ich stelle mir das halt vor wie so eine richtige Spinne und dann so lange Arme. Jo, ich so würde jetzt hier mal eben an diesem Mikrofon fummeln. Du hast auch keine Knochen, ne? Nee. Oder ganz viele. Die kann ich so richtig weit ausfahren und so. Richtig. Und ich laufe generell wie so eine Krabbe. Voll gruselig. So. Alter. Dabei kriegst du mit den Augenbrauen richtig so, ja, das ist es. Noch so dieses ägyptische Bild da so voll am Freimachen. Bei so. Mir einfach wieder, ja. Max, Alter. Ja, Gnu, was bei dir? Ja, ihr kennt doch alle Kylie Minogue. Ja. Und ihr kennt doch sicherlich alle la la la. Ja, ja, ja. Und da hat sie doch dieses weiße Gewand dann so halbnackt. Oh ja. Und das wollte ich ganz lang, ganz toll, und das wollte ich ganz lange werden. Ja, keine Ahnung. Anfängt ich meine, früher gesagt, hat übelst verliebt in Kylie Minogue. Ich fand die früher also mega super. Hübsch. Also, kann ich voll verstehen. Ja, ich auch früher. Ja, deswegen wollte ich Kylie Minogue werden, in einem weißen, knappen Dress. In einem weißen, knappen Dress? Das hast du auch richtig krass gemacht. Oh, nein! Oh, krass. Okay, krass. Jasmin ist ein Superstar in einem Top-Notch-Outfit. Top-Notch-Outfit. So. Ja, wie aus der Kirche. Gnu wollte in die Mini-Playback-Show singen. Okay, das ich wusste nicht, was eine Mini-Playback-Show ist. Ja, ich wusste, dass du dumm bist. Alter, sterzig, du degenerierst in diesen Alter. Alter, ohne Witz. Ich hab Mini früher, gemalt. Du hast viel besser früher gemalt. Was ist das für ein Haufen Scheiße, Alter? Sorry. Das ist Mini. Ich glaube, er hat einfach aufgegeben. Nee, ich dachte halt, dass es gibt irgendeine Show im Fernsehen, die Mini-Playback-Show heißt. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Okay, also, wo ist der Fernseher? Mini-Playback-Show ist tatsächlich so eine Show gewesen, da bist du konntest du dich als Kind bewerben. Da gab es so eine Moderatorin und du hast halt quasi die Songs von Superstars nachperformt. Die haben auch immer richtig viel Blackfacing und so da gemacht. Und deshalb, das war richtig. Deshalb habe ich einfach nur ein Mini gemalt. Ja. Richtig übel. Aber damals als kleiner Junge. Mini, ach so! Oh mein Gott, das soll Mini sein Auto! Oh, hä? Hab das jetzt erst begriffen? Du Scheiße, Bruder! Oh Mann! Ja, klar, okay, sieht man ja, ist das Mini. Ist halt einfach nur traurig. Mini-Playback-Show, da denke ich auch an den Mini. Ja, also ich hab einfach nur Gnu erst gemalt und wollte dann. Warum meinst du nicht gleich irgendwie Italien? Ist ja Italian Job, da ist ja auch ein Mini-Playback-Show. Ja, recht, aber naja. Wie hieß nochmal diese Moderatorin? Das war so eine. Irgendwas. Von der Leyen? Von der Moon oder so? Von der Moon? Von der Leyen, ja. Von der Leyen war das. Von der Leyen hat damals moderiert, Mini-Playback-Show. Ja, aber habe ich tatsächlich als kleiner Junge übelst gerne geguckt, Mini-Playback-Show. Also, damals denkt man ja auch nicht so. Wolltest du auch hin? Ich wollte tatsächlich auch hin. Ich meine, du hast ja noch so das Tanzbein geschwungen, geht in die Richtung. Na klar. Und dann hast du noch Mitschüler verprügelt. Aber wie krass. Amado oder sowas. Also das Bild von Jasmin einfach nur insane. Ja, übel. Ich hab's gefühlt, ich hab das gut einstudiert damals. Jo. Ja, das ist echt stark. Dinon. Sieht aber süß aus, oder? Ja.
Ja, hab ich ja geschrieben, ey. Top-notch Outfit. Geilo. 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 Gut. Bei mir war es tatsächlich recht simpel. Ich war oder bin, seit ich ein kleiner Bengel bin, schon großer Wrestling-Fan, schon immer gewesen. Ich wollte unbedingt Wrestler werden früher. Alter, unbedingt. Also, Stetzig hat da so eine Scheiße fabriziert. Ich wollte unbedingt bei der WWE, so wie Hulk Hogan oder ne, versteck die Wachsmaler. Undertaker. Das war halt so mein Ding. Abfahrt. Scheiße. Sag her, Papo. So. Also ich denk mal. Aber du hast es erkannt. WF. Ja. Das war das Zeichen damals zu Otto. Profi-Wrestler werden. Yeah. Rock. 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 Er ist Wrestler im Halbkostüm und verkloppt Einstein. Oh mein Gott! Nicht Frankenstein! Frankenstein! Oh mein Gott! Wieso Frankenstein? Das ist, my, ladies and gentlemen, Albert Einstein. Oh, alles schon durch, Alter. Ja, gut. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass Pavo nicht erkennt, dass ich das sein soll. Weil ach ich mich nicht, so per se gemalt habe. Ich hab dich am Zeichenstil erkannt. Was ist das Blonde? Das ist halt so ein Bandana. Also, okay. Ja, aber ansonsten erkennt man dich da doch schon sehr, finde ich. Ja, danke. Hä, und dieses WWF-Zeichen, das war genau so früher. Aber es ist. Ja, aber es ist nur ein W. Ja, aber so war das Zeichen! Echt? Ja, google das. Aber heute? Wie ist es heute? Heute ist es nur das W und es steht halt für WWE. Die haben halt WWF tatsächlich irgendwann genamechanged, weil die wegen der Organisation das nicht mehr haben wollten, die Verbindung. Und dann haben die WWE gemacht. Und dann war es nur so ein W gekriegelt. Früher war es Wrestling Federation, ne? Ja, World Wrestling Federation. World Wrestling Entertainment oder richtig, nee, genau. Ist ja. Entertainment ist es heute. Aber heute ist Wrestling halt auch nicht mehr so geil wie früher. Früher als kleiner Junge hast du halt auch wirklich das Gefühl gehabt, dass es halt echt ist und die verprügeln sich und hauen sich aufs Maul. Aber naja. Aber ich feiere es irgendwie immer noch, ich kann da nicht so ganz von weg, aber wenn man 30 Jahre das guckt, gefühlt, ne, dann hängt man halt mit drin. Oh, was? Das lief ja immer richtig spät. Ja. Und ich habe das auch immer heimlich mit meinen Kumpels und so geguckt und alle so angesteckt mit dieser Begeisterung. Er hatte auf der PlayStation 1 SmackDown 2, unnormal geiles Game. Da haben wir auch schon Lehrer und so erstellt und uns und haben alles verprügelt und ich dachte richtig lang, dass es echt ist. Und da sterben ja dann auch Wrestler. Ja, ja. Mhm. Aber es sind auch wirklich welche gestorben. Also. Ja. Also, klar. Also nicht, nicht durch das Wrestling an sich. Aber nicht durchs Wrestling, ja. Nur ein Fall gibt's schon. Ja, also klar. Und also das, ich habe es richtig lange geglaubt. Ja. Naja. Ich weiß. Noch ein kleiner Zusatz. Ich habe früher mal mit meiner Oma Wrestling geguckt, als ich wirklich noch ganz, ganz klein war. Und gerade so am Wochenende oder zu Feiertagen gab es ja immer diese Pay-Per-View-Events, ne? Diese ganz großen Dinger, sowas wie WrestleMania oder so. Und in der Pause das lief dann halt immer Werbung, die für kleine Kinder nicht so gut ist. Und meine Oma hat mich immer rausgeschickt. Ja. Die hat mich immer rausgeschickt und die sitzt dann da, hat so ihre Fluppe angemacht und guckt sich dann so diese 090-Werbung an. Und 0805-4646. Oh mein Gott. Mann, ihr seid mehr welche. Alter, das ist nur diese Melodie. Jeder zweite Werbeslot war einfach. 4646. Aber wie das bei uns alle sofort getriggert war. Ja. Nice. Wir machen noch eine 0190, oder? Ja, ja. Ja, ja, da gab's mehr. Musst du schon los, Mann? Scheiße! Oh, fuck. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, also, ich mach's halbwegs kurz. Ich wollte tatsächlich, also bei mir hat das früher immer geswitcht. Ich wollte auch mal unbedingt Boxer werden, tatsächlich. Also so abstruse Sachen, wenn man sich das heute überlegt. Und auch unter anderem Schlachter. Und wir hatten auch in der vierten, also bei uns in der Waldorfschule gab es halt, da wurde auch immer Fasching richtig zelebriert. Und jedes Jahr hatte man tatsächlich ein anderes Motto. So, das eine Jahr gab es Antike, das andere Jahr, ne, und so weiter. Und in der vierten Klasse war es, glaube ich, oder die dritte, war es Berufe. Und ich bin dann wirklich als Schlachter zu Fasching gegangen und habe da meine Mettwürste und so von meinen Großeltern und so mitgebracht und so und Kassler und so. Ja. Aber was haben sich deine Großeltern gedacht so?
Oma Kriechenhack. Ja, oder mein Vater. Nee, der hat mir dann einfach ein paar Salamis mitgegeben und so. Und dann habe ich eine Schürze umgehabt und. Du kannst das snacken, ist doch geil. Das war echt unnormal geil. Ich hab's auch angeboten. Alter! Richtig happy. Hallo, wollte Hasen schlachten. Richtig gut gemacht. Voll süß, wie du das schaust. Alter, wie geil! Hey, was für eine Nase aus seinem Gesicht! Henry, meine Hasen schlechter werden. Aber nur die Weißen. Ich kann nicht wieder einfach Punkt. Diese geile Angst. Oh, jo, warum kommen die Arme immer aus dem Bauch? Ja, kein Plan, Mann. Alter. Anatomie. Aber ich muss mal sagen, das wieder schon wieder von Max ein gutes Bild. Das davor habe ich aber nicht so gefühlt, muss ich sagen. Aber das von Gnu ist halt nice. Das von Gnu ist übelst nice. Jo. Ja, ich weiß nur nicht, was... Ach, ja, und die Nase Zunge. Fehlt halt. Ich dachte, das ist die Nase. Die Nase fehlt, deswegen verwirrt. Alter, die Nase? Die Nase, Digga? Alter, Junge. Alter, die Nase? Kannst du noch einmal auf meinen gehen, damit ich das GIF runterlade? Sollen kann? Das eine Nase sein? Ja, Leute. Also, das war wieder... Also, das war schön gerade. Definitiv eine lustige Runde. Gartic V. Nächste Woche ist Sülz frei. Ja, müsst ihr nicht zur Schule. also nächste Woche machen wir eine Woche Pause. Ja, aufgrund von Urlaub. Wir, viele von uns haben gerade Urlaub oder nächste Woche halt Urlaub. Und deswegen gibt es eine Woche Pause, aber Ersatzcontent wahrscheinlich auf den Kanälen. Schaut in die Beschreibung vorbei und ansonsten nehmen wir uns übernächste Woche bei Henno wieder. Hau da rein. Tschüssikowski. Adieu, Monsieur. Ja, wir machen alle Urlaub auf Fehmarn. Ciao. Ja, Hallig Hoge. Norderney.